Der TTC Neu-Ulm vor einer sehr guten Kulisse gegen den TTC Schwalbeberg-Neustadt. Neu-Ulm ja die Könige der Liga, wenn es darum geht, Spiele 3-2 oder 2-3 zu bestreiten. Ich glaube, keine andere Mannschaft ist in dieser Saison schon so oft über die volle Distanz gegangen wie Neu-Ulm. Mal schauen, wie es an diesem Nachmittag ausgeht. Thiago Apollonia gegen Paul Drinkhall, das erste Match. Und da erwischte ganz klar Apollonia den besseren Start. 2-0 Satzführung für ihn. Und auch der hier. Sehr gut gespielt. Da holt Apollonia mit der Vorhand nochmal weit raus. Und kann dann nachgehen. Aber starker Vorhandflip hier von Thiago Apollonia. Wieder zu hoch abgelegt von Drinkhall. Schwer diesen Ball zu kontrollieren für den Engländer. Wir springen zum Matchball für Apollonia im vierten Satz. Auch der wieder spektakulär und mit Druck aus der Vorhand gibt sie die 1-0 Führung für den TTC Neu-Ulm. Dann Kai Stumper, der Nachwuchsmann, wieder im Einsatz für den TTC Neu-Ulm. Bekommt hier seine Einsätze, am Freitag auch schon gespielt, jetzt wieder. Allerdings hier natürlich auch mit Benedikt Duda, den Spitzenmann aus Bergneustadt auf der anderen Seite gegenüber. Also da hingen die Trauben natürlich schon ziemlich hoch, aber Kai Stumper hier und da machte er wirklich gute Punkte. Trotzdem dann Duda mit 2-0 Sätzen in Führung. Letztlich sollte es für Bergneustadt reichen, der 1-1 Ausgleich eben dann durch Benedikt Duda. Wir sind jetzt schon im dritten Match. Abdelkader Salifu gegen den Mann im blauen Dress, das ist Alvaro Robles. Beide regelmäßig mit spektakulären Ballwechseln, so wie hier. Und das war natürlich eine super Rettungstat von Salifu. Wir gucken nochmal hier hin. Er spielt da Abwehr mit der Rückhand. Und Robles legt die Pille dann neben den Tisch. Wieder etwas Glück mit der Schlägerkante von Salifu. Aber da hatte sich richtig. Salifu hier. Robles stark in der Defensive. Na, wirklich ein Spieler. Der wurde ja auch vor der Saison in kürzester Zeit verpflichtet für Neu-Ulm. Man wusste vielleicht auch nicht so recht, wie würde der in der Liga zurechtkommen. Aber ich würde mal sagen, der ist auch eingeschlagen. Also, absolut klasse Spieler. Zeigt das ein ums andere Mal. Wieder ein glücklicher Ball hier von Alvaro Robles zum Schluss. Spielt gute Ergebnisse ein und auch hier jetzt 2-1 Führung für ihn. Robles aus der Bedrängnis raus mit Glück. Wir haben es hier gesehen, der Ball titscht noch auf die Netzkante. Es ging in den fünften Satz. Salifu dann zunächst 5-3 in Führung, hier mit dem Fehler mit der Rückhand. Da schauen wir nochmal hin. Schöne seitliche Einstellung hier. Sieht man auch nochmal die Bewegung. Sehr gut, da hat einfach Salifu nicht richtig durchgezogen. Robles am Ende mit 10-9 Matchball. Kann diese Partie noch für sich entscheiden? Sah lange Zeit nicht danach aus, aber letztlich bringt eben Robles hier die Gäste mit 2-1 in Führung. Dann das Spitzeneinzel. Thiago Apollonia gegen Benedikt Duda. Und Apollonia,
Das hatten wir ja eben schon im ersten Spiel gesehen. Richtig gut drauf. Und auch in diesem Match hier gab es ein Apolonia-Feuerwerk. 4 zu 2 zu diesem Zeitpunkt. 2 zu 0 Satzführung schon für den Portugiesen. Und jetzt sogar schon Matchball im dritten Satz. Überraschend deutlich sicherlich, aber starker Auftritt eben auch von Thiago Apolonia hier. Jetzt wiederum 2 zu 2 und wie so oft, Neu-Ulm muss ins Doppel gehen. Gegen Bergneustadt in diesem Fall, Salifu Tsuboi gegen Robles Drinkhall. Stark gespielt von beiden Partien und dann mit dem Vorhandkracher von Abdelkader Salifu. Und die Neu-Ulmer waren in diesem Doppel das bessere Team. Sehr schön gemacht von Tsuboi, der den Ball hier ganz weit raustreibt mit der Vorhand. Und dann ist irgendwann auch die Bande im Weg, um den Ball noch zurückzuspielen. Starkes Kurzspiel von beiden Mannschaften. Wir sind mittlerweile im dritten Satz. Auch da die Jungs aus Neu-Ulm zunächst führend, aber es ging dann andersrum aus. Robles Drinkhall kam wieder ran auf 1 zu 2. Dann natürlich hier super Ballwechsel im Doppel. Da macht das auch nochmal doppelt Spaß, solche Ballwechsel zu sehen. Schöne Rallye. Und der Jubel natürlich lautstark im Edwin Schafhaus in Neu-Ulm. Und dann hatte die Kombination des Heimteams Matchball und verwandelt hier. Neu-Ulm gewinnt diesen Krimi. Schlägt den TTC Schwalbeberg-Neustadt mit 3 zu 2. Und entsprechend gab es hier Standing Ovation. Also alles sprang durch die Halle vor Freude. Wir haben nochmal nachgehört bei Gustavo Tsuboi. Ja, war super, dass wir das Spiel gewonnen haben, besonders vor dieser tollen Kulisse, vor dieser tollen Atmosphäre, sagt hier Tsuboi. Und da müssen wir einfach auch mal Dankeschön sagen an die Fans, dass sie uns so toll unterstützt haben. Und dann geht eben einfach alles leichter von der Hand mit dieser Unterstützung. War auch besser, muss man einfach anerkennen. Und ja, ich finde,